In den letzten Monaten hat die Regierung so heftig wie nie zuvor die Grund- und Freiheitsrechte der Österreicher eingeschränkt. Um diese verheerende Politik den Bürgern dennoch halbwegs positiv zu präsentieren, wurden Mainstream-Medien während der Corona-Krise finanziell bestmöglich unterstützt. Diese wurden dann zum Sprachrohr für Regierungspropaganda. Doch ein Bereich lässt sich durch die Regierenden nicht so leicht steuern. Es handelt sich um die sozialen Medien samt diverser Chat- und Nachrichtendienste. Den Regierenden sind Telegram, Signal und Co. schon längst ein Dorn im Auge. Und warum? Weil die Bürger dort Informationen erhalten, die ihnen die Politik inklusive der Mainstream-Medien schon lange nicht bieten können oder wollen. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die neue deutsche Innenministerin fordert, dass Google und Apple den Messenger-Dienst Telegram nicht mehr anbieten. Sie drohte dem Messenger-Dienst nun sogar mit der Abschaltung. Es dauerte nicht lange und schon poppte eine ähnliche Forderung in Österreich auf. An einer strengeren Kontrolle des Nachrichtendienst Telegram führt laut ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka kein Weg vorbei. Dass Menschen in diesen Chats den Blick auf das Ganze verlieren, sei ein massives Problem. Für Sobotka sind Plattformen, die angeblich zur Verbreitung von Verschwörungstheorien beitragen, eine Bedrohung der Demokratie und unseres Rechtsstaates. In Wahrheit geht es nicht um eine Bedrohung der Demokratie, sondern vielmehr ist der Machterhalt der Regierungen bedroht. Und genau davor hat das System Angst. Immer mehr Menschen haben die Fake News von den Eliten satt. Daher holen sich die Bürger ihre Informationen auf anderen Wegen. In den sozialen Medien etwa wurde schon vor Monaten vor der Einführung einer Impfpflicht gewarnt. Zu einem Zeitpunkt, wo diese von den Regierenden noch heftig dementiert wurde. Da passt es auch ins Bild, dass das Europäische Parlament vergangene Woche in erster Lesung seine Position zum sogenannten DSA, dem Digital Service Act, beschlossen hat, mit dem Online-Plattformen und Online-Marktplätze stärker in die Verantwortung genommen werden. Der DSA verleihe dem Internet eine Art Frühjahrsputz, formulierte es im Vorfeld ÖVP-Europaabgeordnete Barbara Thaler. Anders die FPÖ. Eine Regulierung von digitalen Plattformen darf unter keinen Umständen für die Zensur durch die Hintertür missbraucht werden, betonte der freiheitliche Europaparlamentarier Roman Haider. Derartige Einschränkungen dienen zuallermeist der Unterdrückung und Diskreditierung unliebsamer Meinungen und Informationen. Allein das Strafrecht darf aus Sicht der FPÖ die Grenze zu Meinungsäußerungen im Internet sein. Haider stellt klar: Was offline legal ist, muss auch online legal sein. Diese neuen Zensurregelungen sind mit den Grundwerten einer freien demokratischen Gesellschaft nicht vereinbar. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen muss man sich leider die traurige Frage stellen: Wird es durch die Zensurfreudigkeit der Eliten in Zukunft überhaupt noch soziale Medien bzw. diverse Nachrichtendienste geben? Ein Nein als Antwort auf diese Frage würde uns wohl alle nicht überraschen.